Ja, moin! Willkommen zurück zu Gran Turismo. Diesmal sind wir in diesem Veranstaltungsverzeichnis und da muss ich ja noch einige Rennen nachholen. Ja, hier haben wir denn schon mal das erste. Das ist dann einmal dieses hier. Und zwar das. Letztes Mal bin ich ja, da wollte ich ja nicht das fahren, da habe ich aber gesehen, da bin ich aber nur Vierter. Bin ich das gefahren. So, jetzt fahren wir aber das hier. Bevor es hier zu den bewegten Bildern geht, lass einfach mal ein Abo und die Glocke da. Kommentieren und teilen und Daumen nach oben drücken kannst du natürlich auch. Aber über ein Abo und die Glocke freue ich mich. Ja, springen wir mal rein in den Sunday Cup 500. Ja, oben ist immer noch ausgewählt der Lambo. Das Zeitfahren, Laptime Challenge. Ja, ich habe dann nochmal probiert und ja, wollte nicht so, wie ich wollte, aber ja gut. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier denn Schönes? Achso, welche Autos fahren da überhaupt mit? Okay, die fahren da mit. Dann nehmen wir... Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen... Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Wir nehmen... Oh, ich weiß auch nicht. Ich tendiere zwischen dem Ferrari hier und zwischen dem BMW. Machen wir. Wir nehmen den schönen BMW. Oh, Alter. Boah. Nö. Nee. Nein. Die Reifen wollen wir gar nicht. Mit Komfortreifen. Kommen wir denn hier hin? So, dann gehen wir mal rein in die Olga. Mal eben schnell hier ein Rennen abknuspern. Drei Runden. Sollte eigentlich schnell easy von Start gehen. Ja, Zehnter. Das läuft. Guti. Ja, dann mal los, ne? So. Haben wir noch ein BMW? BMW M3 läuft. So muss das sein. Sehr schön. Schön rausbeschleunigt. Sind die? Da sind die. Ja, das ist jetzt Video Nummer 2 von den Nachholrennen, was ich nachholen will. Die bei den ganzen Updates und Tüdelkram rauskamen und ja, die sind ja nun liegen geblieben. Die hole ich jetzt so nach und nach, hole ich die nach. Also ganz entspannt. Das wird alles hier entspannt nachgeholt.
Ja. Boah. Ist das schön, wenn die Katzen mal nichts zu jiffeln hätten. Wenn nicht immer irgendjemand hier am Ohrläppchen rumkaut, ey, das wäre schön. So, damit hätten wir das erste schon mal geschafft. Das wäre doch schön. Ja. So. Dann gucken wir mal, was wir noch so abknuspern können. Und ja. Ja, gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes fahren. So ein paar Strecken waren ja jetzt noch offen. Das haben wir jetzt ja nun auch geschafft. Und ja, hier haben wir alles auf 100, glaube ich. Ja, hier geht das denn schon los. Ah, da 75, Ferrari. Wow. Ja, würde ich sagen, hauen wir uns in Ferrari, wa? Mal gucken. Ferrari-Action. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier schönes? Achso, wie stark sind die Freunde denn da? Also da sind die 76er, 71er, okay. Oh. Welchen nehmen wir denn? Manche Lackierungen sind echt geil. Ich glaube, ja. Komm, wir nehmen den hier. Oh, was? Welche Reifen? Oh, ey. Mara. Alter, ihr mit auch ihre Komfortreifen, ey. Das geht mir voll auf den Nerv. Gucken, was da jetzt so Oldschool-Ferraris mitfahren. 5 Runden, okay. Bin ich dabei. Und natürlich in Monza. Oh. Kann ich gar nicht verstehen, warum in Monza eigentlich. Verstehe ich jetzt nicht, warum? Nein, Spaß. Gut, dann springen wir mal rein hier. Können wir vielleicht keinen Schnitzel gewinnen? Aber dadurch, dass ich die besseren Reifen habe. Gucken. Habe ich natürlich mehr Haftung, ne? Eigentlich sollte ich gegen den hier keine Chance haben. Ha, er musste abbremsen. Oh, oh. Leute,
Okay. Wir gucken, ne? 33 Sekunden. Boah, Leute, macht Abstand. Okay, eine Bestzeit sollte ich hier eigentlich nicht schaffen, weil es fahren hier, dann kommt er schon. Es fahren hier natürlich bessere Kfz mit als wie meine einer. Ansonsten müssten wir das gleich nochmal fahren. 12. Platz. Boah, ich denke, das sollte nicht klappen. Weil nur in den Kurven bin ich gut und auf den Geraden. Ja, man sollte es ja noch nicht übertreiben. In den Kurven natürlich kann ich natürlich richtig gut Asche machen, aber auf den Geraden, das wäre nix. Das wäre nix. Wo schon mal 9. Ja, zwar ein bisschen gedrängelt, aber hallo, das muss sein. Ich schaffe trotzdem die Bestzeit. Das sind natürlich die besseren, ne? Ja, schnell und geradeaus, das können sie alle. Aber wie, jetzt kommt eine Kurve. Ja. Aber von 33 runter auf 27 ist auch schon mal nicht verkehrt. Ey, Maga, was wird das hier? Nee. Ja, mal gucken, ne, wie weit wir hier jetzt noch. Natürlich die besseren Reifen, ne? Aber Hochgeschwindigkeit ist natürlich der Macker, der hinter mir ist, denn ja. Runner auf 23, 10 Sekunden weggeknuspert in 3 Runden. Ja, erster wird das hier jetzt nicht werden. Jetzt müssen wir gleich nochmal fahren.
22, 8, 9. Oh, jetzt wird es wieder mehr, weil ja auch die Gerade kommt. Oh. Ne, 2, 11, 6. Ja. Sind 4. Ja, über 8 Zehntel. Schneller, ne? Der Silberne kriegt uns nicht mehr eingeholt, ey. Der ja hier Rambo Zambo auf der Garden machen kann. Ja, aber auch schon mal unter den Top 10, ne? Das ist doch schon mal. Ein paar Kurven habe ich ja noch. Jetzt kommt der Kurvenbereich, wo ich richtig Zeit gut mache. Ja, habe ich natürlich jetzt keine Chance. Naja, lasse ich auch die Tür auf, weil. Warum soll ich die Tür zumachen, obwohl die schneller sind? Verzeih das. Brauche ich ja nicht machen. Aber. Sieht gleich anders aus. Mal gucken, vielleicht schaffen wir ja gleich eine Zeit unter 2 Minuten 10. Wenn ich denn mal. Ja, da kommt wieder nicht verknusen, dass ich da wieder war. Ne? Da muss ich ja weggerammt werden. Ja, es war ja klar. Ja. Wisst ihr, was beenden wir jetzt schon? Da wir ja eh keinen Schnitzel von mir hier vom Teller holen können, dann suchen wir uns gleich einen neuen Wagen aus. Der uns ja der liebe Idiot, der auf dem 9. der uns da ja wegdrängen musste, machen wir das jetzt anders. So. So, und dann suchen wir uns. Was nehmen wir denn für einen? Wir könnten natürlich jetzt den Ferrari VGT nehmen, ne? Was haben wir denn da Zeit rum? 17 Minuten. Wollen wir mal den Ferrari VGT nehmen? Was haben wir denn sonst hier noch Schönes? Achso. Komm, gucken wir mal. Ach, 700 oder weniger. Okay, alles klar. 700 oder weniger. 700 oder weniger. Ja, dann gucken wir doch mal. 700 oder weniger. Ja. Dann nehmen wir. Ach, wie lustig ist das denn? Wurde alles erhöht, war? Schweine. Nehmen wir den war. Moment, die Reifen. Rennreifen hart. Ja, komm, wir nehmen mal Mittel. Oh, dann gucken wir mal, was wir jetzt reißen können, wa? Ihr kleinen Kackhaus, ey. Jetzt werden euch die Ohren lang gezogen hier. Mario geht auf Angriff. So sieht das dann aus, wenn man ein besseres Modell fährt, ne? Ah, jetzt werden euch die Arme lang gezogen. Ne? Na los, Mann. Nächstes Mal auf dem Kessel, oder was?
Okay, gegen Genua eh keinen. Die haben ja eh keine Chance, die Älteren. Ja, mal gucken, ob wir unter 2:10 kommen. Tschüss, ne? Na, jetzt geht's ab, oder jetzt? Okay, der hat einer mehr Zunder als ich. Aber nur auf der Geraden. Warte, Meister, ich krieg dich gleich. Brauchst mich gar nicht mit deinem Nummernschild da blenden. Wow, da hat einer dazugelernt. Aber kriegt sie alle. Der Wagen ist zwar schneller, aber es dauert halt eben, ne? Du kleine Kacksau, Alter. Der macht da mir die Tür zu. Dann natürlich der ganze Schwung weg, ne? Das kannst du natürlich jetzt vergessen. Hängen wir uns mal einen Windschatten rein. Kickt der dann an, Alter. 2 Minuten 2. Schaffen wir sogar unter 2 Minuten? Wollen wir mal gucken. Na? Ist leicht weggerutscht, wa? Ich nicht. So. Genau, Drehzahlbegrenzer schön im roten Bereich rein. Schnell und geradeaus, ne? Richtig gleich. Fahr schon mal nach Mami mal. Ja, und jetzt kriegst du mal auf den Kessel, oder was? Jetzt haben wir auch die Kanz. Schnell und geradeaus kannst du doch. Nun komm. Oh, 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 oh. Oha, neue Stoßstange. 20.000. Ey, bei Ferrari ist halt normal. Unter 2 Minuten.
Vierte Runde von fünf. Siehst du, läuft doch. Ah, das dauert natürlich jetzt alles hier, ne? So, die Videos werden immer länger. Ja, ich muss sagen, der schluckt die Curbs echt gut weg. Aber pass. Sind wir noch mal schneller? Schaffen wir noch mal eine schnellere Runde? Oh, mit dem kannst du da ja so rüberknistern. Der passt, ey. Wenn ich jetzt Glück habe, schaffe ich eine 58er. 1,58. Also meine 57. Tja, der leuchtet. Geht ja gut ab. Mit dem können wir was anfangen. War nicht gut erwischt. Wird keine neue Beste. Mit ganz viel Glück doch, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal besser wird. Eben hatte ich zwar 4 Zehntel Vorsprung, aber ich denke, die sind jetzt weg. Die sind nicht weg. Im Gegenteil, sogar noch ausgebaut. Shit, nicht gut gekriegt. Ich musste die Lenkung aufmachen. Der ist schon die Überrundung. Oh. Mario wins. Leg dich nicht mit Mario an. Na, was sagt die Tiet? Okay, die Zeit sagt, es ist gleich zu spät.
Geht gut ab. Die Runde gucken wir uns jetzt noch an und dann ist Daniel du. It's me, Mario. Ja, hervorragend. Hier schaltet sich gleich der Fernseher ab. Oh. So, ja. Das war's denn erstmal wieder hier. Und ja, die nächsten Videos, die werden dann ein bisschen kleiner und schnuckliger. Wir sind jetzt wieder bei 98%. Wo haben wir denn hier das nächste? Weil jetzt kommen nämlich dann auch die großen Hoshis, wie das hier zum Beispiel, Touring Car 900. Da sind denn 10 Runden von Nöten und gerade De La Sarte, Circuit De La Sarte, Entschuldigung. Boah. Da dauert ja eine Runde ja dann auch schon mal, ne? Gut, bei den Wagen könnte man vielleicht sogar unter 4 Minuten kommen. Ist natürlich so eine Sache. Dürfte passen, unter 4 Minuten, aber bis trotzdem 3,5 Minuten bist du unterwegs für eine Runde. Und das wollen die 10 Runden haben, ne? Also, das wird ein Einzelvideo, das auf jeden Fall. Was haben wir hier? New. Ach, hier haben wir noch Michelin Raceway Road Atlanta, okay. Ja, schade, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Ich muss in 10 Minuten wohl meine Tochter abholen. Oh, wieder 12 Uhr gleich, ey. Ey. Ja, da muss ich dann gucken, wie ich das mache. Das sollte eigentlich schnell abgeknuspert sein. Muss ich dann mal auf die Zeit gucken. Oder ich mache jetzt einfach von jedem Ding ein Einzelvideo. Dann ist das eben so. Ne? Mein Kanal ist ja noch klein und schnuckelig, von daher muss da noch Videos drauf. So, dann haben wir hier, was haben wir hier, wo ist es denn? Da hinten. Dann haben wir da auch wieder 8 Runden. Delacroix. Sind dann auch wieder 8 Runden. Jetzt mal nochmal gucken, dass man da vorgegeben ist, oh, deinem Audi. Ja. Gut. Dann soll es das jetzt dann auch erstmal gewesen sein. Könnt ihr ja, dann habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Ausblick, was noch alles kommt, was ich alles fahren werde, was ich noch alles nachholen werde. Ja, von daher kommt da überall. Oder ist hier unten auch noch was? Nö, hier unten ist nichts mehr. Ja, dann kommt noch 1, 2, 3. Ja. Dann habt ihr jetzt dann noch Freude mit 3 kommenden Videos, die ich dann nachholen werde. Die werden dann nicht so lang wie dieses hier. Ich denke mal, das wird so schöne Schnuckle 20 bis 25 Minuten. Mal gucken. Und dann, ja, dann habe ich das auch abgeknuspert, ne? Das nächste, was ich fahren werde, Moment, wo ist es? Da und genau unter mir, genau, wenn man gucken kann, ist mal ein Vorteil. Ist denn das hier, World Touring Car 900 ist denn das nächste. Also ich gehe das denn jetzt so ab, wie das denn so alles so kommt, ne? Also, war ich ganz entspannt. Da ist das Auto vorgegeben. Hey, gucken wir erstmal, ob ich das auch nehme. Ja, so, denn sollte es das gewesen sein. Und, ja. Könnt ihr euch schon mal freuen auf Circuit de la Sarte. 10 Runden. 400.000 sind denn Preisgeld. Schon mal schön. Wäre eine Money-Strecke. Ja, von daher. Alles gut, ne? Gut, dann soll es das gewesen sein von meiner Seite. Jetzt habe ich auch erstmal heute ordentlich einen abgecruist. Habt ihr was zu gucken? Morgen ist eigentlich Wiggly dran. Ich muss gucken. Morgen muss ich mit meiner Tochter zum Arzt. Nochmal eben so ein kleiner Check. Sie war ja im Krankenhaus. Polypen aus der Nase geholt und Ohren und Hals und so was. Wie das alles so ausschaut beim Arzt morgen. Wenn es nicht zu spät wird, geht es dann noch ein bisschen in den Kindergarten. Und dann geht es freudig, muntig ins Wochenende für meine Tochter. Denn nach dem Kindergarten.
Und ich sag mal, wenn meine Tochter morgen in den Kindergarten geht, dann reiße ich nochmal eben ganz schnell die Weekly ab, weil ein Stündchen geht ja meistens so, Stunde, anderthalb Stunde geht ja meistens immer so drauf wie die Weekly. Wird ja dann bestimmt auch wieder lustig werden, habt ihr wieder was zu lachen. Mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Mal sehen, was denn auch so alles so passiert, wenn ich unterwegs bin mit meiner Tochter. Kann ich euch da ja wieder was erzählen? Gucken wir mal. Gut, dann war's das. Hab einen schönen Tag mit ihr Videos gucken und wie gesagt, Abo und Glocke nicht vergessen. Ne? Ey, das ist ganz wichtig. Macker, mach das jetzt. Na, gut, dann war's das. Und dann sieht man sich und hört man sich in den neuen nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.